Herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahmesession wieder mit Dark Souls 2. So, jetzt entschuldige ich mich mal, weil ich habe nach der letzten Entschuldigung erst gemerkt, dass nicht die letzten zwei Folgen ohne mein Commentary war, sondern ungefähr die letzten 10 Folgen. Da entschuldige ich mich mal ganz herzlich, aber ich weiß nicht warum, aber Dirk Story ist da irgendwie zurückgezwitschen, hat mir zwei Lautsprecher verpasst. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und ja, ich weiß, was ich gerade tue hier in Dark Souls. Nicht so, oh, der Rockley, der Idiot. Jetzt hat er doch hier wieder, ihr wisst schon, gemacht. Nee, das ist alles beabsichtigt. Weil wir gehen jetzt mit Taktik vor. Ich habe mich ein bisschen beraten lassen, beziehungsweise wir haben es ja selber mitbekommen, wie man das hier am besten macht. Beziehungsweise wie sich das mit den Türen machen lässt. Nämlich, die Türen öffnen sich nur, wenn einer der Wächter dasteht und halt beim Aktivieren mit seiner Seele nachhilft. Aber da brauchen wir auch erstmal ein bisschen Platz. Sonst könnte es recht problematisch werden. So, mal gucken, wie viele kommen denn jetzt an? Beide kommen, okay. Okay, da haben wir uns jetzt einmal hitten lassen, was recht schmerzhaft war. Boah, das war für den aber jetzt ein bisschen schmerzhaft. Nein, nein, das war für uns jetzt sehr, sehr schmerzhaft. Aber egal, wir sind jetzt hier wieder mit frohem Mut und wir wissen, wo wir lang müssen, wir wissen, was wir machen müssen. Deswegen gehe ich da jetzt mit sehr gutem Gewissen rein, mit dem Wissen, dass wir gewissen Leuten jetzt voll fett in den Arsch treten werden. So, da kommen Rumpel und Rumpel an. Nur trauen sich die zwei nicht so ganz, uns zu schlagen. Vielleicht ein bisschen. Wow. Das war jetzt eher ein Ausversehen als alles andere auf der Welt. Okay, du haust uns, dann hauen wir dich. Ja, ich gehe da gerade vorsichtig an die Sache. Aber das haben wir jetzt. Okay. Dann würde ich gerne noch den da weg haben. Mindestens den da. Und auch nur der steht. So, Schlag auf Schlag. Dann würde nämlich zu guter Letzt nur noch der hier fehlen. Komm mal her. Feuer! Komm, komm her. Ja, feines Böschlein. So. Und hier folgt auch wieder Schlag auf Schlag. Also alles kein Problem. Ding ist, wir brauchen den da. So, erstmal können wir uns ja ein bisschen Zeit lassen. Okay, okay, okay. Ich musste gerade wieder denken, wie der funktioniert. War aber ja recht simpel, habe ich gesagt. Weil wir uns einfach nur uns an ihn dran schmiegen müssen. Sprich, das hier tut uns gut, indem wir einfach an ihm kleben bleiben. Und dann immer ein Hit. So, boah, da hatten wir jetzt mega Glück. Einfach draufhauen, bis er nicht mehr will. Bis sein Lebenslicht erloschen ist. Kann sich also nur noch um Jahre handeln. Handeln? Was handelst du da? Boah, ein bisschen wieder Ausdauer. So, ja. Wir können uns eigentlich schon fast einen auf plus 18 machen, auf also unser Wille. Dann könnten wir auch Blitze schießen.
Boah, ich will den immer danach schlagen, aber irgendwie ist da was hart kaputt. Also wenn er zurück Dings bumst. Mhm. Boah, da hatten wir wieder Glück. Okay, er geht langsam auf einen kritischen Zustand. Komm, da hauen wir noch einen raus. Okay. Ich hoffe, den... Okay, den verträgt er noch. Das ist sehr gut. Weil jetzt müssen wir hier hin. Denn, wie gesagt, wir brauchen seine Seele. Und es hat funktioniert, auf jeden Fall für diese Tür. Und da ist auch ein Gang. Der liebe Freund Dylan hat noch irgendwas gesagt von wegen Rennen. Rennen einfach durch. Aber ich weiß noch nicht warum. Seele eines Helden. Boah, das ist wahrscheinlich die größte Seele, die man finden kann. Das ist wahrscheinlich, wenn jemand so wie wir sterben. Oder wie Ritter Solaire. Hurra für Insekt. Fluch. Nicht, dass hier gewisse Statuen gleich zu Leben erwachen. Okay, das Leuchtfeuer dafür hätten wir jetzt... Boah, das ist alles so eine Masse. Bah. Was schießt denn so ekelhaft auf und... Sag mir nicht, wir müssen... Nee, wir können hier lang. Schaut mal, von da kommen wir. Nee, ohne Witz. Wir können, hoffentlich können wir hier jetzt auch ohne weiteres rein. Können wir. Masken. Yeah. Da muss ich jetzt erstmal an Masken vom... Lol. Okay. Das gefällt mir jetzt schon so nicht. Ach du Kacke. Erstmal das hier. Nee, das ist mir jetzt so nicht wert. Ich hoffe, das war hier schon dieser Renn-Teil. Armbrust schützen, aber... Ach du Kacke. Ach du. Ach du. Ach du. Lauf, 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 lauf. Ich nehme mal ein Schlückchen zur Sicherheit. Okay. So, das hatte ich vor. Das tut ihm nämlich mehr weh als mir. Scheiße, und dann auch noch vergiftet. Okay, das ist unsere Chance eigentlich, weil dann müssen wir den einfach hauen. Oh, oh. Nein. Also, ich muss überlegen, was ich... Was mache ich? Boah, da hatten wir jetzt mehr als nur Glück. Und dann gehen wir hier rein. Boah, warum machen Armbrustschützen so viel Damage mittlerweile? Kaum auszuhalten. Boah, ein Fluch, ein Fluch, ein Fluch, ein Fluch, ein Fluch, ein Fluch. Okay, wir sind schon komplett verflucht. Ich weiß nicht, was noch fluchreicher sein sollte. Hat er uns getroffen? Lol. Komm, wir haben die gleichen Schilde. Das heißt eigentlich, wir dienen den gleichen Leuten, weil wir auch halt Sonne, Sonnenlichtaltar und so. Sunbros. Kann ich irgendwie das da kaputt hauen? Vorsicht vor Hexerei. Nee. Aber da ich mit großen Bildern in Dark Souls sowieso schlechte Erfahrungen habe, sehe einfach das gemalte Bild in einer Orlando. Naja, man weiß, glaube ich. Namenloser Thronräuber. Das ist ein Scherz. Hier geht's irgendwo runter.
Okay, ich will aber erstmal wissen, wo dieser namenlose Thronräuber sein soll. Weil bis jetzt kommt ja nichts. Und mit so einem Namen kann es ja eigentlich nur ein NPC sein. So, dann gehen wir auch kurz hier runter. Hoffentlich nervt er uns jetzt erstmal so nicht. B-b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 -
Schnuppe, Schnuppe, Schnuppe. Und hier muss doch irgendwo nochmal ein Leuchtfeuer kommen. Es kann ja nicht sein, dass hier jetzt... Boah. Egal, was das war, es war ekelhaft. Aber wie gesagt, die kotzen uns ja unnachgiebig auf den Kopf. Und die Tür schon wieder zu. Oh Gott, nein. Und die Tür ist auch zu. Aber hier kommen wir gut durch. Schwacher Trost. Aber immerhin ein Trost. Man könnte eigentlich auch durchrennen, ne? Hier ist nichts von Bedeutung. Ich muss nur den zu mir locken. Und dann... Wusch! Tschüssi! Klappt wunderbar, finde ich. Ja, schlag mich, triff mich vor allem. Das ist dabei die große Bedeutung. Wir sind bei Madame, bei der Prinzessin. Und jetzt sind wir hier. Also mit Durchrennen klappt das sehr gut, finde ich. Vor allem, die kommen uns nicht hinterher. Komm, mit Verbündeten schaffen wir das locker. Leck mich, den beschwöre ich. Beide beschwöre ich. Ich mache schon mal Maximum Life. Und jetzt müssen wir nur noch warten. Phantom von Almost Human. Ein Fastmensch. So, praise the sun, bros. Praise the sun, bros. Naja, wir gehen mal rein. Mit unserem Stolz im Leben. Vor allem, das ist eine Schatzkammer. Was machen hier dann Drachenreiter? Oh Gott, der oben wurde ja fast weggefickt. Er wurde gerade weggefickt. Boah, die... Egal, was für ein Blitz er schleudert, er ist stark. Der... Hallo? Der fickt den ja richtig auseinander. Das war sehr einfach. Vielen Dank. Und er hat diese Rüstung, die ich haben möchte. Er hat sie. Freude! Hurra! Hussa! Wir haben es geschafft, Freunde! Lebt wohl. Sonnenlichtmedaille. Ich habe zwei gehabt, warum kriege ich noch nicht zwei? Verdammt teuer, ja. Geil wäre jetzt nur, wenn hier irgendwie eine vergoldete Toilette jetzt noch dazu wäre. Warte, erst... Okay, erst reden. Oh, well met, friend. Good to see you well. Yes, very good indeed. Okay, ja, dem haben wir einmal geholfen, hier den Weg zu bestreiten. I journeyed from the distant east to perfect my swordsmanship. Mit diesem Schwert kannst du nicht fechten. The powerful beings slumber in this land. Das hast du uns schon mal alles erzählt. This sword has been in my family for generations. And only a real man can wield it true. Ja. I may face any manner of man or beast, but none shall be a match for my sword. Hast schon mal unser Schwert gesehen? Ist mindestens genauso toll. This land is the right mess, eh? Ja, ja, schon ein bisschen. Sollte mal jemand aufhören. The people have a mad glint in their eyes. Welche Menschen? Hier sind nur Untoten. Overrun by terrible beasts. No better place to test my sword, eh? I can swing my sword, sword. This land is the... Ja, das kennen wir ja schon alles. Ja, ja, danke, Joe. Erstmal ans Leuchtfeuer. Und dann ab nach Majula. Leuchtfeuer, ja. So, große Titanscherbe, uninteressant. Wir brauchen Drachenknochen. Knöcherchen des Drachens. Bearer of the Siegwick left this land. Ja, okay, haben wir eine Scherbe gefunden? Nö. Aufsteigen. Und jetzt haben wir Wille voll.
Aber noch gebe ich nicht mehr aus. Weil jetzt laufen wir erstmal ein Stückchen. Welche Richtung? Das war Dalla. Genau. Ich weiß nicht, haben wir schon ein passendes Item, was wir brauchen, um es zu benutzen? Anscheinend nicht, aber das ist egal fürs Erste. Das bekommen wir auch bei ihr. Und wir haben ja 17.000 Dinar, werden wir. Es passt schon, es passt schon. You've had quite a journey, I can see. Ja, ja. You must have a glorious number of souls by now. Ich spende nix. What a wonderful feeling that must be. Für eine Priesterin bist du ziemlich... Ja, ihr wisst schon. Das brauchen wir einmal, aber wir wollen auch Blitze... Was? Die verkauft eine starke Blitze. Oh Gott. Ah. No need for miracles. Doch, doch, aber wir sind noch nicht gut genug. Dann geben wir ja weiter Seelen dafür aus, weil ihr habt gesehen, zwei Blitze und der obere Drachenreiter war down. Wir haben den noch nicht mal gesehen. Und ansonsten der untere war auch zack, zack weg. Ja, wir werden den König schon irgendwie finden. Das wird ja nicht das Problem sein. Und hier. Außerdem weiß ich nicht, wo ich sonst skillen könnte. Außer vielleicht, Ach, ihr wisst schon.